Alles klärchen! Dann mal weiter hier in der Feenwelt. Und wir reden noch mit den restlichen Personen hier bei Yggdrasil beim Weltenbaum. Zuerst mit, was? Galadas? Reden wir mit der Alten, die aussieht, als würde sie eine Perücke tragen. Ist, glaube ich, aber nur ein Kopftuch, oder? Hallo, mein Kleiner! Wir bekommen hier auf Yggdrasil nicht oft ein neues Gesicht zu sehen. Herzlich willkommen, ich bin Galdas. Wie kann ich dir helfen? Ja, ist ein Kopftuch. Hat bestimmt schon einen gewissen Haarausfall. Hallöchen. Ich heiße Bramor. Oberon hat mich hierher geschickt, um den Niedergang des Weltenbaums aufzuhalten. Ah, wie mutig du doch bist. Was für eine Mission. Das ist nichts für Weicheier. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Es wäre mir eine Freude. Ich habe ein paar Fragen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Nur zu, frag ruhig. Hi, Waschbär Rocky, Vergangenheit. Ach komm, wir reden wieder alles durch wie bei allen Personen. Vielleicht bekommen wir ja die eine oder andere Information, die uns noch wichtig ist. Ich habe auf Avalon ein Drachenei gefunden, das ich gerne ausbrüten würde. Weißt du, wie ich das am besten bewerkstellige? Keine Ahnung, mit Drachen habe ich nicht viel am Hut. Aber mit was anderem? Du trägst zumindest eine Art Hut. Ich könnte ja mal einen Witz erzählen, was ein alter Hut wäre. Nein, fragen wir Yggdrasil. Was kannst du mir über den Weltenbaum erzählen? Na, du bist zur falschen Zeit gekommen. Du hättest ihn zu seinen Glanzzeiten sehen sollen. Das Leben pulsierte, überall waren Blumen und Tiere und Vögel aller Art. Es war überwältigend. Heute jedoch können wir nur noch hoffen. Hoffen, dass er nicht stirbt. Hallöchen, die winkt uns auch. Wie gesagt, derselbe Skin wie alle alten Damen hier. Ja, wir haben noch eine Frage, nämlich hier der Rocky. Grimms Haustier steckt in einer Wolfsfalle. Weißt du zufällig, wie wir das arme Ding wieder befreien können? Keiner von euch ist stark genug, um die Falle aufzubrechen. Daher müsst ihr euer Köpfchen anstrengen. Manchmal ist Eisen nicht so stabil, wie man annimmt. Frag am besten mal Imker Elbrich. Er könnte euch da behilflich sein. Ja, mit dem haben wir auch nicht gesprochen, mit dem Elbrich. Den suchen wir auch nochmal. Ich glaube, den haben wir vorhin sogar schon mal gesehen. So aus der Ferne. Ich guck gleich mal. Gut, jetzt noch die Vergangenheit. Du lebst schon seit langer Zeit hier und dürftest so einiges mitbekommen haben. Oh, willst du damit etwa sagen, dass ich alt bin? Ja, das wollen wir sagen. Du hast recht. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als die Menschen herkamen, um Ruhe und Frieden zu finden. Damals war Oberon noch ein junger Bursche, sehr eingebildet und sehr, sehr frech. Er trieb zusammen mit Pukel sein Unwesen. Dann ist Pukel aber auch schon alt, hat auch schon, ja, ein paar Jährchen hinter sich. Weil Oberon stelle ich mir unsterblich vor, keine Ahnung. So der Herrscher über Avalon sollte vielleicht nicht so ein Jungspund sein, da hat sie schon recht. Danke für diese Information und auf Wiedersehen. Und tschüss. Ja, hat uns jetzt wirklich weitergeholfen. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall mit dem Imker nochmal sprechen müssen. Wenn wir den hier finden. Hier ist nichts, da ist eine Röhre, da ist ein Vogel. Gegen den wir nicht kämpfen, nicht ansprechen können, oder? Hallo? Nein, funktioniert nicht. Ist denn hier noch jemand auf dem Boden? Schaue ich mich mal um. Da ist der Kleine mit den Ameisen. Hier ist dieser Faun. Da oben ist die... Da sind wir einmal im Kreis geflogen, ne? Na toll. Hat ja viel gebracht. Wir gehen mal hoch. Hui, aufwärts. Da oben ist er. Ach, da ist bestimmt der Imker. Alles klar. Hier haben wir Elbrich. Beweg dich nicht so. Du verscheuchst sonst die Bienen. Man muss sanft zu meinen Bienen sein. Ja, Hornissen und Bienen, wie gesagt, sind was anderes. Bienen mag ich.
ohne Bienen wäre die Welt auch ja nicht die, die sie ist. Ihr wisst, kennt das Sprichwort, wenn die Bienen aussterben, stirbt die Welt aus. Weil die Bienen sorgen für ein stabiles Ökosystem zum Teil auch. Ja, schaut euch mal die eine oder andere Dokumentation darüber an. Die bestäuben da die Blumen und die wiederum geben Pollen ab. Ihr sollt euch einfach mal eine Dokumentation über Bienen anschauen. Da wird es genauer beschrieben. Ich bin hier nicht für diese Information zuständig. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich, natürlich. Ja, hier mit dem Ei. Das wollten wir. Ich habe auf Avalon ein Drachenei gefunden, weiß aber nicht, wie ich das ausbrüten soll. Hast du vielleicht eine Idee? Eier brütet man am besten aus, indem man sich auf sie setzt, das hätte ich dir auch sagen können. Du solltest dich an Künstler Fabergé oben im Baum wenden. Er versteht sich sehr gut mit den Vögeln. Vielleicht kennt er ja einen, der sich auf dein Ei setzen würde. Ja, der kennt sich bestimmt gut aus mit Vögeln und kennt sich gut aus mit Vögeln, ne? Wahrscheinlich. Gut, wir haben noch ein paar andere Fragen. Kann ich noch etwas fragen? Natürlich, natürlich. Über Yggdrasil nochmal. Was kannst du mir über den Weltenbaum erzählen? Das sind ja alles Informationen, die zur Geschichte beitragen und zur Stimmung. Der Weltenbaum symbolisiert den Kreislauf des Lebens. Hier gibt es alles. Vom kleinsten Insekt bis zum größten Vogel. Dazwischen noch die Säugetiere und die Märchenwesen. Falls der Baum stirbt, sterben auch all diese wundervollen Kreaturen. Auch deine Biene hier. Sumi war eine Fliege. Biene Maya war eine Biene. Das sagt ja schon der Name. Guck mal hier, der Waschbär. Grimms Waschbär ist in eine riesige Wolfsfalle geraten. Weißt du? Nee, du weißt nicht zufällig, wie man ihn befreien kann? Der Fall dürfte zu groß sein, um sie mit Gewalt aufzubekommen. Du solltest versuchen, das Metall an den Scharnieren zum Rosten zu bringen, damit sie auseinanderfällt. Ein altes Rezept für Rost besagt, dass man Tränen von jemandem benutzen soll, der niemals weint. Sie sind wohl so ätzend, dass sie das Metall im Nu rosten lassen. Aber wo finden wir Tränen von jemandem, der nie weint? Danke, das ist sehr interessant. Ich werde das versuchen, auch wenn es sich sehr schwierig anhört. Weißt du, wo ich so eine Person finden könnte? Leider nein, aber frag doch mal die anderen Bewohner. Vielleicht hat jemand eine Idee. Okay, auf Wiedersehen. Vielen Dank und auf bald. Das heißt, wir müssen weiter mit den Leuten schwatzen, aber jetzt suche ich erstmal diesen Fabergé. Da oben ist ein Haus, da könnte er drin sein, oder? Hallo, ist da jemand? Klopf, klopf. Nö, niemand zu Hause. Mist. So, das sind wir hier im Geäst. Da habe ich mich letztes Mal im Let's Play schon nicht zurechtgefunden. Was ist das? An Gladys Tür klopfen. Verschwinde, du dreckiges, schwirrendes Vieh. Wer war nochmal Gladys? Kennen wir die? Ich bin nicht dreckig. Und ich bin auch kein schwirrendes Vieh. Komm raus, wer immer da ist. Nein, lass mir doch von solchen dummen Trotteln wie dir nichts sagen. Und ich hasse es, wie du nach Rosen stinkst. Lass mich in Ruhe, schwier ab. Gut, alles klar. Wer ist denn Gladys? Ach, guck mal. Gladys könnte doch... Notizen? Nee, Gladys, nee. Nee, nee, da war nichts mit der, glaube ich. Gott, wir haben so viele Quests hier, die wir hoffentlich alle lösen können. Hier geht's nicht durch. Da oben ist noch ein Haus. Gott, ich weiß, der Baum ist ziemlich komplex. Da oben ist noch eine Fee. Oh, hier gibt's so viele Leute, mit denen man schwatzen kann. Dann geht's mal hier weiter bei Galadriel. Ja, klar, Galadriel. Mhm. Herr der Ringe lässt grüßen. Hallo, ich heiße Galadriel. Du bist wohl neu hier in der Gegend. Ich habe dich nie zuvor gesehen. Hallo Galadriel, ich komme von der Insel Avalon. Man hat mir gesagt, dass Yggdrasil krank sei. Ja, das ist leider wahr. Der Baum stirbt und einige Bewohner haben angefangen, sich sehr merkwürdig zu verhalten. Und die sieht hübsch aus. Schöne Sommersprossen. Ich mag Sommersprossen. Aber hier, die Augenbrauen hat sie ganz schön nachgezogen.
Ja, braucht man nicht unbedingt. Natürlich ist noch immer am besten. Stimmt etwas nicht? Du siehst besorgt aus. Nun, ja, aber nein, es ist nichts. Ich komme mir so lächerlich vor. Ja, sie errötet wie ihre Haare. Du musst dich doch nicht schämen. Vor uns doch nicht. Ach, du hast ja recht. Es ist nur so, dass ich verliebt bin. In mich? Oh, das schmeichelt mir aber. Ja, komm, wir machen das mal. Oh, danke sehr. Stimmt schon. Ich bin ein sehr hinreißender Elf. Ein Elf sind wir, okay. Ich denke einfach nur noch an Pukul. Oh, an den. Ich kann nichts anderes mehr machen. Er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Kannst du mir helfen? Ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Aber ich würde ihm gerne etwas schenken. Nur weiß ich nicht so recht, was ihm gefallen könnte. Was könnte so ein Satyr gefallen? Ein Faun, eine Panflöte. Nein. Sicher. Kann ich dir helfen? Was soll ich machen? Ich möchte ihm einen kleinen Kuchen schenken. Könntest du Gargamel einen Besuch abstatten? Sie dürfte wissen, was Pukul mag. Gargamel arbeitet jetzt für uns, meine Süße. Hä? Die haben wir gekauft. Ich werde mich sogleich daran machen. Ja. Erstmal müssen wir doch jetzt das blöde Ei ausbrüten lassen. Da oben ist der das Wespennest. Da dürfen wir, glaube ich, noch nicht hin. Sonst fliegen wir aus Versehen noch rein und müssen kämpfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Was ist da oben? Ein Nest? Ein Vogelnest? Hallöchen, ist da jemand? Vielleicht eine Truhe drin? Nee, da ist ein Ei. Wieso können wir denn einfach unser Ei jetzt dazulegen? Wie so ein Kuckucksei. Lassen wir es einfach von dem ausbrüten. Hier ist auch noch ein Vogel. Blopp. Genau in den Hintern geflogen. Aber wo ist dieser Fabergé? Da habe ich letztes Mal schon wirklich Probleme gehabt, den zu finden. Hätte ich mir doch bloß mal meine alten Videos angeguckt, aber ich wollte mich selbst nicht spoilern. Hui. Jupp. Wo haben wir den denn? Also langsam geht mir das wieder auf die Nerven. Der Baum ist schön. Ich finde auch die Gegend hübsch, aber da leidet ganz schön die Orientierung gerade drunter. Das ist die blöde Fee. Na, blöd, nett. Hübsche Fee. Mit ihren roten Haaren. Ich mag rote Haare an Frauen. Wirklich sehr gerne. Rote Haare und Sommersprossen. Geht's hier noch höher, 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 immer höher. Vielleicht sehen wir von hier oben irgendwie was. So, mal ganz oben. Nee, nur geäst. Fabergé. Nein, Wespennest. Überhaupt diese Gargamel, die muss hier ja auch irgendwo wieder sein. Der müssen wir ja diesen Farnzweig bringen. Was ist hier? Da ist das Nest. Ich will nicht ins Nest. Wer ist das? Ach, da ist die Gargamel. Das machen wir aber erst nächste Mal. Ich will jetzt das Fabergé-Ei abgeben. Also das Ei abgeben an Fabergé. Fabergé-Ei ist ja... Keine Ahnung, was das genau ist. Die sind auf jeden Fall teuer. Ich glaube, das sind Eier mit so... Goldene Eier. Also keine goldenen Eier in dem Sinne zum Essen, sondern... Schmuck einfach. Oder irgendwas zum Hinstellen. Wo ist denn der? Wo ist der der gute Herr? Ist der in der Nähe vom Wespennest? Ich glaube nicht. Da oben ist noch ein Haus. Ach, sieh mal einer an. Oh, Gott sei Dank, da oben ist er, glaube ich. Ja, sieht schon so aus. Aber versteckt hier. Wir öffnen erstmal die Truhe und finden Heiltrank. Schön. Nehmen wir doch mit. Und hier haben wir unseren guten Fabergé. Sieht wieder aus wie der Fischer. Du bist in... Hat dieselbe Nase. Und ja, schönes Bild, würde ich sagen. Würde ich mir auch ins Zimmer hängen, nicht. Hallöchen. Huch, ein Besucher. Das kommt nicht gerade oft vor. Interessierst du dich für Kunst, mein guter Freund? Der redet aber komisch. Hallo, ich bin Bramor.
Oberon hat mich hierher geschickt, um den Weltenbaum zu retten. Oh, ich hätte nie gedacht, dass seine Majestät überhaupt noch an uns denkt. Was für eine tolle Nachricht, wie kann ich dir helfen? Erstmal hier das Drachenei. Ich habe auf Avalon ein Drachenei gefunden und man hat mir geraten, mich damit an dich zu wenden. Weißt du zufällig, wie man das Ei ausbrüten könnte? Das müsste ich schnell lesen. Ein Ei, gleich ob eines Drachen oder eine andere Spezies, brütet man am besten aus, indem man sich draufsetzt. Ich habe viele Vogelfreunde, die in der Lage dazu wären. Glaubst du wirklich, dass das mit deinen Vogelfreunden funktionieren könnte? Auch wenn es gar nicht ihre eigenen Eier sind? Einige gar merkwürdige Vögel würden das nur allzu gerne machen, aber meine lieben Freunde sind sehr wählerisch in der Hinsicht. Man könnte sie jedoch mit einer kleinen List dazu bringen. Und zwar, indem man dein Ei mit ein bisschen Farbe tarnt und die Vögel glauben lässt, dass es sich um eines ihrer eigenen Eier handelt. Und mit was für einem Muster müsste man die Eier bemalen, damit die Vögel darauf reinfallen? Mein guter Freund, das herauszufinden liegt wohl an dir. Such dir ein Nest mit mindestens einem Ei, auf dem gerade keine brütende Vogelmutter sitzt. Präge dir das Muster genau ein, komm wieder her und berichte mir davon. Machen wir doch glatt, alles gut. Dann gehe ich mal auf Vogeltour. Dum 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 dum. Dum, 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 dum. Da ist eins. Schauen wir mal. Das ist grün gepunktet. Identifiziere die Muster der Eier im Nest. Okay. Wieder zurück zu Fabergé. Das ging aber schnell. Das ging sehr schnell. Hier, da haben wir doch unser Muster. Ich habe ein passendes Nest entdeckt. Das hat so ein Muster mit Flecken hier und da. Perfekt, gib mir das Ei. Wie soll ich das Ei danach in das Nest legen? Du musst warten, bis der Vogel das Nest verlässt. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Zu dieser Zeit fliegen die Vögel die ganze Zeit hin und her auf der Suche nach Futter. Gut, dann weiß ich Bescheid. In Ordnung, ich werde es so machen. Da bin ich mal gespannt, was aus dem Ei rausschlüpft. Evola, nicht gerade mein gewöhnlicher Stil, aber dennoch ein Meisterwerk. Und das auch noch für einen guten Zweck. Lege das Ei ins Nest und ich werde es dann im Auge behalten. Sobald die Schale aufzubrechen beginnt, nehme ich das Ei von dort weg. Danach kannst du es dann bei mir abholen. Okay, bis später. Sehr schön. Ich werde das Ei ins Nest legen und später wieder vorbeischauen. Aber zuvor spreche ich nochmal mit ihm. Hallo! Wir haben nämlich noch die eine oder andere Frage. Mal schauen. Aber natürlich, ich bin ganz so. Tränen, Nester und Yggdrasil. Hier. Ich brauche die Träne von jemandem, der nie meint. Bist du das vielleicht? Das ist nicht gerade etwas Alltägliches. Wahrscheinlich nicht. Leider kenne ich niemanden, der so kalt und gefühllos wäre. Schade. Ich dachte, ihr würdet uns jetzt die eine oder andere Information geben. Wie verpixelt das hier hinten ist. Es macht nur die Cell-Shading-Grafik, ne? Yggdrasil, was kannst du mir über den Weltenbaum erzählen? Um ehrlich zu sein, lebe ich noch nicht lange hier. Von daher bin ich nicht der beste Ansprechpartner, was das angeht. Für mich ist der Weltenbaum einfach ein wunderschöner und ruhiger Ort. Hinzu kommen die unglaublichen Vögel. Mehr Inspiration brauche ich wahrlich nicht. Nur eine Frage hätten wir noch. Ja. Hier die Nester. In diesem Baum gibt es zahlreiche Nester. Leben hier viele Vogelarten? Oh je, viele Vögel sind schon geflogen. Aber einige Rotkehlchen und Blaukehlchen leben noch hier. Okay, auf Wiedersehen. Warte, wenn du schon mal hier bist, würde ich dich gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Noch eine Quest in unserem Questbook. Schön. Das quillt ja nicht jetzt schon über. Aber okay, eine Hand wäscht die andere. Der hat uns ja auch geholfen. Natürlich, was kann ich für dich tun? Mir ist die blaue Farbe ausgegangen. Normalerweise wäre ich von einem
Fountain beliefert, aber der benimmt sich seit kurzem ziemlich merkwürdig. Ich traue ihm gar nicht, was? Ich traue mich gar nicht, zu ihm zu gehen. Ich glaube, er ist ziemlich aggressiv. Vielleicht kann man ihn ja irgendwie beruhigen. Ja, ich bin ja eigentlich kein Freund von Gewalt, aber vielleicht braucht der junge Bursche mal eine ordentliche Tracht Brühen, damit er wieder zur Vernunft kommt. Ich glaube, er war eng mit Galadriel befreundet. Vielleicht weiß sie ja, wie man ihn beruhigen kann. Gut, machen wir. Ich kümmere mich darum und komme dann wieder. Wo finde ich ihn? Er hält sich meistens in den Ästen auf, aber wo genau, weiß ich nicht. Er streift gerne umher. Na toll, wir haben ja schon Probleme gehabt, dich zu finden. Ich werde nach ihm suchen. Bis später. Gut, den Künstler haben wir jetzt gefunden. Ich werde mir mal merken, wo der ist. Hier unten ist ein Nest. Jetzt legen wir erstmal das Ei rein. So. Lege das Drachenei in das Nest. Hole das Drachenei bei Künstler. Können wir jetzt wieder abholen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich schau mal. Sagt er noch irgendwie was? Ja, guck mal. Und ist endlich irgendwas aus dem Ei geschlüpft? So in so kurzer Zeit. Geduld ist eine Tugend, mein Junge. Vergiss das nicht. Du musst der Natur schon ihre Zeit lassen. Ein Ei auszubrüten geht nicht von heute auf morgen. Kommt später wieder. Na gut. Ich komme später wieder. Ja, ja, ja. Schön. Und jetzt ist hier, da müssen wir quer nach oben. Ich schau mal vom Wespennest aus, dass ich den noch wiederfinde. So, da seht ihr, da hinten ist das Nest. Und vom Nest aus, das war ein anderes Nest, oder? Oh nee, jetzt habe ich den schon wieder verloren. Aber meine Orientierung ist ja auch katastrophal. Mimi, jetzt finden wir den schon wieder nicht. Ich bin noch hier zum Wespennest geflogen. Ach, dieser Fabergé, ey. Ja, da oben ist er. Gut, einfach merken, zum Nest und dann irgendwie kommen wir da schon hin. Jetzt müssen wir auch noch den anderen Faun finden. Und die Galadriel, Lelle oder Galadriel oder was für ein Zungenbrecher. Sagt man ganz schnell hintereinander dreimal Galadriel. Galadriel. Okay, klappt schon. Ich habe mich bloß ein bisschen verhaspelt. So. Wer ist das? Das war das leerstehende Haus. Niemand, der nie weint. Ist es vielleicht die, die uns da nicht reinlässt? Oder der? Könnte sein. Vielleicht ist es so ein Kriegskram, der wirklich nie weint. Und hier ist nichts. Ja. Ich rede nochmal mit allen, ob die irgendwie neue Optionen haben. Hier, du zuerst. Schwipp. Hier, Tränen, genau. Ich habe einen Tipp erhalten. Wir müssen die Tränen von jemandem finden, der bisher noch nie geweint hat. Damit können wir das Metall zum Rosten bringen und damit die Falle öffnen. Ach du meine Güte. Ja, solche Tränen gibt es wirklich und du bist dir sicher, dass das funktioniert? Versuch macht klug. Was? Versuch macht klug. Klug, ja, heißt es doch so schön. Gott. Wie blatt war denn der? Versuch macht klug. Geil. Gut, dann reden wir nochmal mit dem. Hast du denn noch was zu sagen? Hey Bramor, was kann ich für dich tun? Galadriel? Kennst du Galadriel? Ach, die ist ja in den verliebt. Stimmt ja. Galadriel, natürlich. Natürlich. Sie ist eine ganz liebe Frau und reizend. Dazu, warum fragst du? Sie will dir etwas schenken und hat mich um meine Meinung darüber gebeten. Was dich wirklich glücklich machen würde. Oh Gott, jetzt fragen wir den. Das hättest du mir nicht verraten sollen. Es geht nichts über eine echte Überraschung. Jetzt muss ich so tun, als ob ich nichts gewusst hätte, wenn sie mir das Geschenk übergibt. Ach, verdammt, scheiße. Da haben wir jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Mist. Ach ja. Tränen. Ich brauche die Tränen von jemandem, der nie weint. Wo könnte ich so eine Person finden? Jemand, der nie weint? Da bist du vielleicht bei der alten Gladys
genau richtig, aber keine Ahnung, wo sie sich herumtreibt. Sie ist hier nicht besonders beliebt. Frag doch mal ihre Schwester Galdas. Gott, Galdas, Galdis, Galdo, Galadriel, Bambubibo. Ach Gott, was für ein Namen. Hier mal durchzublicken, das ist, glaube ich, die hier. Gladys, ja. Hallo, hallo, was kann ich für dich tun? Du siehst ziemlich genervt aus, stimmt etwas nicht? Jetzt ganz plötzlich, oder was? Ich mag Vögel wirklich, aber da ist ein Rotkehlchen, das den ganzen Tag vor meiner Tür herumzwitschert und mich damit wirklich auf die Palme bringt. Sogar in der Speisekammer hört man ihn noch. Kannst du irgendwie dafür sorgen, dass ich wieder meine Ruhe habe? Ich möchte es aber nicht verletzen, genau. Ich kann den Vogel schon vertreiben, aber dann verletze ich ihn vielleicht. Na, auch wenn ich ihn manchmal wirklich erwürgen könnte, will ich das nicht. Geh doch mal zu Künstler Fabergé. Er weiß recht viel über Vögel. Lünn, ohne N hinten. Gut, das mache ich mal. Aber es gibt noch eine andere Frage, die ich an dich habe. Nämlich wegen den Tränen. Hier. Ich brauche die Tränen von jemandem, der nie weint. Wo könnte ich so eine Person finden? Meine Schwester wäre eine Möglichkeit. Sie hasst jeden und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie niemals in ihrem Leben auch nur eine einzige Träne vergossen hat. Ihr Haus befindet sich weiter oben. Dort, wo sich das Geäst heilt, womöglich antwortet sie dir nicht, weil sie gerne ihre Ruhe hat. Du wirst dir also ziemlich viel Mühe geben müssen. Danke sehr, ich werde ihr einen Besuch abstatten. Gott, so viele Quests, wie wir hier haben. Dann ist es ihre Schwester. Wahrscheinlich gute und böse Schwester, irgendwie sowas. Toll. Okay, jetzt müssen wir da zur Schwester. Müssen wir das Haus wiederfinden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist es wirklich kompliziert alles. Aber wir haben auch eine Quest mit dem Rotkehlchen bekommen. Das müssen wir noch vertreiben. Uiuiuiui, hier werden wir so schnell nicht fertig. Das heißt, mindestens 2-3 Folgen werde ich wohl hier noch bei Yggdrasil verbringen. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann in der neuen Episode, Fairy. Da freue ich mich drauf. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns. Ciao.